Guten Abend zu Odysseus. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Über den Tod reden die meisten von uns eher ungern. Es gibt allerdings gute Gründe, es trotzdem zu tun. Denn wenn es um einen würdigen Abschied oder ein würdiges Ende geht, das sich ja jeder von uns wünscht, liegt in Deutschland vieles im Argen. Wer zum Beispiel in einem Pflegeheim stirbt, der ist auf seinem letzten Weg oft nicht nur sehr einsam, sondern wird dabei häufig auch medizinisch schlecht versorgt. Was läuft da schief? Und welche Rolle spielen Ärzte dabei? Mitunter keine besonders rühmliche. Aber es gibt Ausnahmen. Wir stellen Ihnen heute Menschen vor, die Sterbenden helfen, ohne Angst und ohne Schmerzen zu gehen. Und auch die, die zurückbleiben, die brauchen ja Unterstützung. Wir zeigen Ihnen auch, wie man den Weg aus der Trauer zurück ins Leben schafft. Zuallererst wollen wir aber darüber berichten, wie man überhaupt verhindert, dass jemand stirbt. Es passiert nämlich von der einen Sekunde auf die andere und in 70% der Fälle sogar zu Hause. Die Rede ist von Herzstillstand. Und jetzt? Klar, den Notruf wählen. Das weiß jeder. Genauso wichtig ist es allerdings auch, sofort mit der Wiederbelebung zu beginnen. Und zwar so lange, bis der Rettungswagen eintrifft. Das erhöht die Überlebenschance enorm. Aber in 7 von 10 Fällen passiert einfach nichts. Das sagt die vernichtende Statistik. Was ist da los? Wir haben die Erste-Hilfe-Kultur in Deutschland mal genauer unter die Lupe genommen. In der Stuttgarter Innenstadt bereiten wir unseren ersten Test vor. 2 Schauspieler mimen unsere Opfer als Vater und Tochter. Der Vater wird fahl geschminkt, er soll einen Herzstillstand simulieren. Seine Tochter bekommt eine unauffällige Kamera. Es herrscht Hochbetrieb hier im Zentrum. Die beiden gehen los. Wir filmen aus sicherer Distanz. Papa! Geht's? Oh Gott! Oh Gott! Können Sie ihm helfen? Trotz Hilferufe, viele schauen nur und gehen vorbei. Machen Sie was? Helfen Sie ihm? Können Sie irgendwas machen, bitte? Papa! Sie, können Sie helfen? Hallo, kann mir einer helfen? Ja, keine Ahnung, er ist umgefallen. Er hat gesagt, er ist schlecht. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Papa! Dann kommen mehr Menschen dazu. Noch atmet das Opfer schwach. Mehrere wählen sofort den Notruf 112. Dann löst Helmut Gentner die Situation auf. Der Notfallsanitäter vom Deutschen Roten Kreuz leitet unser Experiment und hält auch den Kontakt zur Leitstelle und Polizei. Viele Passanten reagieren gelassen, einige genervt. Hätte sich jemand getraut, eine Herzdruckmassage zu geben? Ich glaube nicht, dass ich es mich getraut hätte jetzt in der Situation, weil es waren so viele anderen da. Also ich glaube, ich hätte es jemand anders überlassen. Also wenn ich alleine wäre, dann vielleicht schon, aber wenn jemand anders noch dabei ist, wahrscheinlich nicht. Die Scham ist relativ groß, beziehungsweise die Menschen haben natürlich Angst, was Falsches zu machen. Und darum helfen viele nicht. Man muss sich dadurch erst, es kostet Überwindung. Man hat auch Angst, was sich anzustecken. Akutes Herzversagen kann prinzipiell jeden treffen, Männer und Frauen. 40% der Betroffenen sind im erwerbsfähigen Alter. Der Altersdurchschnitt liegt bei 65 Jahren. 2015 wurden in Deutschland nur 1/3 der beobachteten Herzstillstände von Laien reanimiert. Der Rettungsdienst hier in Deutschland ist sehr hochwertig. Wir haben sehr schnelle Eintreffzeiten. Und es ist auch mit ein Grund, dass die Leute auch vielleicht nicht helfen, weil sie denken, der Rettungsdienst macht es besser. Ein fataler Fehler. Hört das Herz auf zu schlagen, herrscht akute Sauerstoffnot. Die sensiblen Gehirnzellen beginnen bereits nach 5 Minuten ohne Sauerstoff abzusterben. Mit einer Helferquote von 33% liegt Deutschland innerhalb Europas auf dem 3. letzten Platz. Ein Unding. Dabei ginge es auch anders, wenn man nur wollte. Sagt der Unfallmediziner Hugo van Aken und nennt Beispiele. In Dänemark hat man in 2005 eine Laienreanimationquote gehabt, ungefähr wie in Deutschland vor einige Jahre, um die 25%. Und dann hat man verpflichtet Unterricht gegeben in alle Schulen, 2 Stunden pro Jahr. Und 10 Jahre danach, in 2015, war die Quote von der Laienreanimation bereits fast 48%. Und die Anzahl der Leute, die überlebt haben, die lebendig das Krankenhaus
verlassen habe, die war verdoppelt bis verdreifacht. Damit ein Mensch überlebt, müssen sehr viele mithelfen und wissen, was im Notfall alles zu tun ist. Wenn jemand nicht atmet, dann sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu beginnen. Und andere können bereits weggeschickt werden, um einen Defibrillator zu holen, die Herz-Lungen-Wiederbelebung unterstützen. Doch wie schnell findet man so einen Defibrillator? Unser zweiter Test, wieder in Stuttgart, diesmal mit zwei Freiwilligen. Die Aufgabe, Defi suchen, Foto machen, zurück zum Ausgangspunkt kommen. Okay, alles klar. Natürlich auf Zeit. Matthias startet. Weißt du, wo ein Defibrillator sein kann? Komm auf, so, hopp, hopp, hopp. Grundtoilette und da müsst, in jedem Kaufhaus müsst oben so ein Dings hängen. Wir haben einen Defibrillator gefunden. Lifepack, einfach Leben retten. Okay. Mitnehmen kann er ihn nicht, da der Defi verplombt ist. Seine Zeit gut 7,5 Minuten. Okay, mit Defibrillator da. Jetzt Marion. Auch bei ihr läuft die Uhr. Okay. Sie weiß nicht so recht, wo sie anfangen soll. Nirgends finden sich Hinweisschilder. Sie fragt nach. Wir haben so ein Rote Kreuzzimmer. Ja, ja, aber da komme ich jetzt nicht dran. Doch richtig helfen kann ihr niemand. Aber in einer Apotheke sollten Sie es wenigstens wissen. Hallo. Also ich persönlich wüsste gar nicht, wo ein ist. Wissen Sie nicht. Hab ich noch nichts. Okay. Okay. Ein Stock höher. Nach über einer halben Stunde findet sie einen Defi. Ich war entsetzt, dass in wenigen Geschäften überhaupt die Information darüber bekannt ist, ob ein Defi im Haus ist bzw. überhaupt wo ist. Das Problem, es gibt keine Meldepflicht. Selbst diese Karte zeigt daher nur wenige Defis und bietet so keine zuverlässige Auflistung aller Geräte. Eigentlich eine Aufgabe für das Deutsche Rote Kreuz? Da stößt selbst das Deutsche Rote Kreuz einfach an seine Kapazitätsgrenzen. Sowohl was die Manpower angeht, als auch was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Das können wir alle nicht stemmen. Um so eine Infrastruktur einzurichten, bräuchten wir vom Deutschen Roten Kreuz definitiv die Hilfe von anderen Stellen, öffentlicher Hand, Gesetzgeber. Es besteht Handlungsbedarf in ganz Deutschland. Immerhin, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern bilden neuerdings Schüler in erster Hilfe aus. Ein Anfang, damit Leben retten selbstverständlich wird. Für jeden von uns. Also melden Sie sich am besten morgen gleich zu einem Erste-Hilfe-Kurs an oder schauen Sie sich wenigstens unser kurzes Video an. Auf odysso.de und auf unserer Facebook-Seite zeigen wir Ihnen kurz und knackig, wie man richtig reanimiert. Die Top 3 Essentials sozusagen, auch gerne zum Teilen und Weiterverbreiten. So, dummerweise haben wir es ja nicht in der Hand, wann und meistens auch wo wir sterben. Das Krankenhaus ist zum Beispiel ein ziemlich schlechter Ort. Da sind sich die Deutschen weitgehend einig. Laut einer Umfrage möchten 3 von 4 Menschen zu Hause sein. Und jeder 10. kann sich vorstellen, ins Hospiz zu gehen. Und jetzt mal weg vom Wunschkonzert. Wie sieht's in der Wirklichkeit aus? Wie stirbt man in Deutschland? Unser Faktencheck. Etwa 860.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr, aber davon nur 15-20% zu Hause. Das bedeutet allerdings nicht automatisch einen harmonischen Abschied. Die Mehrheit der Deutschen stirbt im Krankenhaus, in der Hoffnung, Hightech-Medizin könne sie retten. Doch deren Leistungsfähigkeit wird häufig überschätzt. Auch bei Krebs. Oft wird bis zum bitteren Ende auf Chemotherapie gesetzt. Viele Sterbende verdämmern am Ende unter starken Narkosemitteln.
Etwa 40% der Deutschen verbringen ihre letzte Lebenszeit in Pflegeheimen. Ein Drittel der Betroffenen stirbt innerhalb von 3 Monaten nach dem Einzug. Trotzdem sind viele Heime nicht auf Sterbebegleitung vorbereitet. Mehr Menschen als früher gehen heute schmerzfrei aus dem Leben. Denn die Anwendung von besonders starken, auf Opium basierenden Medikamenten hat in Deutschland sehr zugenommen. Ein 0,5% der Todesfälle geschieht auf der Straße. Das sind etwa 4.500 Opfer pro Jahr. Fast 3-mal so viele begehen Selbstmord. In über 1% der Todesfälle sind Stürze die Ursache. Mit Abstand führend als Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Und dann? Etwa die Hälfte der Verstorbenen hat sich für eine traditionelle Erdbestattung entschieden. Mittlere Kosten 5.000 Euro. Die andere Hälfte wählt das Krematorium, Tendenz steigend. In Städten sind es schon bis zu 80%. Die Einäscherung kostet ca. 4.000 Euro. Immer noch exotisch, aber im Kommen, die Bestattung in einem Friedwald. 52 davon gibt es in Deutschland mit etwa 10.000 Toten. Deutlich exotischer, 3 bis 5 Deutsche pro Jahr leisten sich nach der Verbrennung eine Weltraumbestattung. Dabei werden 7 Gramm der Asche in eine Mikrokapsel gefüllt und mit einer Rakete in eine niedrige Umlaufbahn um die Erde geschossen. Nach einigen Erdumrundungen tritt die Kapsel wieder in die Atmosphäre ein und verglüht. Ja, man könnte fast sagen, zurück zu unseren Ursprüngen. Ne? Denn schließlich sind wir alle nur Sternstaub. Wenn ein Mensch todkrank ist, dann hat er viele Ängste vor den Schmerzen, den Symptomen wie Übelkeit oder Luftnot oder davor, dem Prozess des Sterbens ohne Kontrolle ausgeliefert zu sein. Eine gute Sterbebegleitung kann diese Ängste nehmen bzw. lindern und dabei helfen, sich so gut es geht auf den Tod vorzubereiten. Das neue Palliativgesetz sollte die Bedingungen dafür verbessern. Tatsächlich wurde die ambulante Versorgung stark ausgebaut. Und anders als in Rheinland-Pfalz steht Baden-Württemberg übrigens überdurchschnittlich gut da. Auch die Hospize bekommen seit 2015 mehr Geld. In den 13.000 deutschen Pflegeheimen liegt dagegen noch vieles im Argen. Kritiker sprechen da sogar von einem Sterben zweiter Klasse. Während die Krankenkassen bei Hospizen 255 Euro pro Tag und Patient übernehmen, sind es in Pflegeheimen maximal 54 Euro. Und fehlendes Geld ist nicht das einzige Problem im Umgang mit todkranken Menschen. Da kann jeder von Glück sprechen, wenn er zu Hause betreut wird. So hat er sich seine letzten Tage gewünscht. Daheim, ohne Schmerz und Übelkeit. Bernd Große-Munkenbeck hat vor 9 Monaten seine Chemotherapie abgebrochen und war kurz vorm Sterben. Am Anfang ging es sehr schlecht. Und weil ich ja Schmerzen hatte und der Doktor hatte mich dann mit den Kapseln eingestellt. Und dann ging es immer besser. Ermöglicht hat ihm das Dr. Matthias Töns. Doch nur 5% der Deutschen erleben ihre letzten Stunden so, wie der Palliativmediziner es für richtig hält. Sterbende Menschen haben in unserem Land eigentlich keine Lobby. Und mit denen wird im Prinzip gemacht, was immer wir Ärzte da für richtig halten. Und ich glaube, mit sterbenden Menschen wird einfach sehr viel Geld gemacht, ohne zu beachten, was sie selber wollen. Matthias Töns bezieht sich dabei auf die gängige Praxis, Sterbende wie intensivmedizinische Notfälle zu behandeln und diese so unnötig Stress auszusetzen. Hier ist der Anästhesist auf dem Weg zu einer Patientin, die in seinen Augen schon gestorben wäre, wenn man sie denn gelassen hätte. Und dann kam eben das, was heutzutage immer mehr passiert. Man hat sie halt intensiv behandelt, beatmet und anschließend in eine Einrichtung der Beatmungspflege gelegt. Und da liegt sie halt heute noch, da besuchen wir sie jetzt gleich. Jetzt hat man in der Zwischenzeit noch festgestellt, dass sie nicht nur schwerst Demenz betroffen ist, sondern eben auch den ganzen Bauch voller Krebs hat. Sie ist dann nochmal notoperiert worden, sie ist im schlechten Zustand, sie hat die Tage Kot erbrochen. Und trotzdem wird diese Intensivbeatmung fortgeführt.
Und die ist natürlich mit Leidenszuständen verbunden, die wir jetzt versuchen zu lindern. Und man fragt sich natürlich, warum wird sie überhaupt beatmet? Die Behandlung kann den nahen Tod laut Töns nicht verhindern. Doch die Patientin hat keine schriftliche Patientenverfügung. Deshalb haben Ärzte sie gegen den Willen ihres Ehemannes in diese sogenannte Beatmungs-WG überwiesen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viel in dieser Institution gezahlt wird, weil das immer Einzelverhandlungen sind. Ich weiß aber bundesweit aus einer Befragung, die ich gemacht habe, dass da für die häusliche Intensivbeatmung 800 Euro ungefähr am Tag gezahlt werden. Das ist natürlich in der Medizin eine extrem hohe Summe. Das sind ja über 20.000 Euro im Monat. Und wenn man bedenkt, dass für die Palliativversorgung, die wir machen, in der ganzen Lebenszeit 500 Euro bezahlt werden, ist das einfach eine Ungerechtigkeit. Für die Betreiber der WG ist ein lukratives Geschäft, genauso wie die Intensivmedizin für Kliniken. Wenig Geld gibt es dagegen für eine qualifizierte Sterbebegleitung in Pflegeheimen. Daher werden auch hier Heimbewohner oft als medizinischer Notfall abgeschoben. Aus Zeitmangel, Unwissenheit und der Angst, Fehler zu machen. Wenn ich Bereitschaftsdienst habe, klingelt bei mir nachts manchmal ständig das Telefon, es sind Pflegeheime. Da wird eben aus jeder Unwägbarkeit gleich ein medizinischer Notfall. Vor kurzem habe ich einen Altenpfleger kennengelernt, der hat noch nie einen toten Menschen gesehen. Deshalb müssten Pflegekräfte speziell geschult werden, wie hier im Pflegezentrum Bethanien in Stuttgart. Doch das ist in Deutschland die absolute Ausnahme. Koordinatorin für das Projekt Palliativ Care ist Schwester Margarete. Dazu mussten alle Pflegekräfte auch erst einmal lernen, über den Tod zu sprechen. Tod ist nach wie vor ein Tabuthema, auch im Pflegeheim, auch bei alten Menschen. Ja, jeder verliert einen Angehörigen, jeder verliert ein Stück eigenes Leben. Das will man nicht. Und deshalb ist das einfach ein Thema, das man nicht so leicht anspricht wie: Hurra, ich habe ein neues Kind auf der Welt. Ins Leben gerufen hat dieses Projekt unter anderem Dietmar Beck. Zusammen mit dem Leiter des Heims hat er dafür knapp 1 Million Euro gesammelt. Gespräche und Dasein sind wichtig, aber auch die Fachkompetenz des Pflegepersonals. Daher stand deren medizinische Schulung im Vordergrund. Die Pfleger müssen wissen, wie die Medikamente wirken. Sie müssen wissen, wie die Medikamente über- oder unterdosiert sich darstellen. Das sind schon Angelegenheiten, die weit über die übliche, sage ich jetzt mal, Qualifikation des Altenpflegers hinausgehen. Früher wurden auch hier Sterbende ins Krankenhaus überwiesen. Zudem gab es häufig Probleme mit Angehörigen und Ärzten. Durch das Projekt Palliativ Care hat sich das geändert. Die Kommunikation zwischen Bewohnern, Patienten, Mitarbeitern war gelungener als vorher. Die Kommunikation auch mit Hausärzten hat viel besser geklappt als vorher. Und letztendlich das Ausschlaggebende, es wurden so gut wie keine Patienten mehr in der Sterbesituation ins Krankenhaus notfallmäßig eingewiesen. Ein voller Erfolg. Deshalb wird das Projekt im Pflegezentrum Bethanien auch fortgeführt. Aber nur durch Quersubventionen. Öffentliche Gelder gibt es nicht. Ein trauriges Signal. Denn so bleibt qualifizierte Sterbebegleitung in Heimen die Ausnahme. Und nicht nur da. Obwohl die Palliativmedizin so viel für die Menschen in ihrer letzten Stunde tun kann. Dabei ist Sterben, wenn man den natürlichen Verlauf zulässt, durch körpereigene Glückshormone so begleitet, dass das in den allermeisten Fällen eben leidlos geschieht. Und bei den Patienten, wo es eben nicht ganz leidlos ist, da braucht die Palliativmedizin so eine Handvoll Tricks, um das dann auch leidlos zu gestalten. Und das können wir heute eigentlich zusichern. Er möchte, dass Menschen so sterben können, wie sie es sich wünschen. Für dieses Ziel ist Matthias Töns unermüdlich im Einsatz. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Sterben gekommen? Das ist eine schwierige Frage. Zum ärztlichen Berufsethos und zum Ehrgeiz der modernen Hochleistungsmedizin gehört es ja, die Funktionen unserer Organe möglichst lange aufrechtzuerhalten. Und wenn der Tod dann doch gesiegt hat, dann wollen Ärzte zumindest sagen können, sie hätten alles in ihrer Macht Stehende getan. Deshalb ist ärztlich assistierte Sterbehilfe mit entsprechenden Medikamenten für viele auch unvorstellbar.
Nach dem neuen Paragraph 217 würden sich Ärzte damit jetzt auch strafbar machen, und zwar wegen geschäftsmäßiger Förderung der Selbsttötung. Ursprünglich wollte der Gesetzgeber so eigentlich dubiosen Sterbehilfevereinen das Handwerk legen. Faktisch wird damit selbstbestimmtes Sterben auch für Menschen wie Elmar May unmöglich gemacht. Man sieht ihm seine tödliche Krankheit nicht an. Aber die Klinikakten zeigen eine stetige Verschlechterung. Elmar May hat erblich bedingten Lungenkrebs. Dutzende Chemotherapien hat er bereits hinter sich. Er lebt mit dem Tod vor Augen. Wie viel Zeit ihm noch bleibt, weiß niemand. Für mich ist der Zeitpunkt da, wenn ich weiß, jetzt möchtest du aus dem Leben gehen, wenn mir mein Körper signalisiert, das war's jetzt, und jetzt packe ich diese ganzen Organausfälle auch nicht mehr. Dann ist der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt, um noch das Medikament nehmen zu können. Elmar May will nicht dahinsiechen. Die Krankheit kann er nicht kontrollieren, aber er will selbst bestimmen, wann sein Ende gekommen ist. Ohne Medikamente und Spritzen schafft er den Alltag nicht. Sein rechter Lungenflügel ist bereits entfernt. Er kämpft. Auch dafür, dass er Sterbehilfe bekommt. Denn das ist nicht einfach. Das weiß auch Dr. Anton Wohlfahrt. Er ist Landarzt in Süddeutschland und ein Befürworter der Sterbehilfe. In der Vergangenheit hat er sie zweimal praktiziert. Zuletzt bei einer älteren Dame, die an einer unheilbaren Krankheit litt. Wir haben 2 Monate lang immer wieder bei Hausbesuchen drüber geredet. Sie wollte nicht im Elend sterben. Ich habe ihr alle Möglichkeiten vorgeschlagen, von Palliativmedizin bis Hospiz und Ähnliches. Aber sie wollte nicht aus ihrer Wohnung raus. Und sie wollte selbstbestimmt sterben. Und ich habe ihr dann alle Medikamente mitgebracht. Das war ein Diabetesmedikament, ein Mittel gegen Erbrechen und ein Mittel zum Einschlafen, zum Entspannen. Und ich bin bei ihr geblieben, bis sie gestorben war. Dass sich der Landarzt öffentlich zur Sterbehilfe bekennt, ist ungewöhnlich. Er praktiziert in einem kleinen Dorf im Süddeutschen, da, wo die Kirche mitten im Dorf steht und jeder jeden kennt. Eine streng katholische Gegend. Gerade die konservativen Kräfte in Kirche und Politik sind, anders als Wohlfahrt, strikt gegen Sterbehilfe. Ein Hauptargument, würdiges Sterben sei auch so möglich. Von einem würdigen Tod hat Anton Wohlfahrt eine andere Vorstellung. Als Arzt fühlt er die Verantwortung für seine Patienten in jeder Lebenslage. Ich bin ein Befürworter der assistierten Sterbehilfe, bei denen Ärzte helfen, weil Ärzte am besten wissen, was sie verwenden müssen, damit jemand in Würde und sicher stirbt. Ohne Schmerzen, ohne Krämpfe, ohne Erbrechen, ohne Gefahr, wieder aufzuwachen und einen Gehirnschaden zu haben. Anton Wohlfahrt ist nicht der Einzige, dessen Patienten um Sterbehilfe bitten. Eine Umfrage unter Ärzten hat ergeben, dass jeder 5. Arzt schon einmal mit einem Sterbewunsch konfrontiert wurde. Rund 1/3 lehnt das Berufsverbot der ärztlichen Assistenz zur Selbsttötung ab. Und 40% der befragten Ärzte können sich vorstellen, dass sie unter bestimmten Bedingungen ihre Hilfe zur Selbsttötung anbieten. Das war vor der Neuregelung der Sterbehilfe. Jetzt machen viele Ärzte offenbar einen Rückzieher. Das bekommen auch Elmar May und seine Lebensgefährtin bitter zu spüren. Ich habe tatsächlich keinen Arzt getroffen, der die Sterbehilfe praktizieren würde. Keinen einzigen. Ich hätte gern einen Arzt kennengelernt, der sagte, ich gehe den Weg mit dir. Aber die Ärzte, mit denen ich zu tun hatte, die haben alle auf das Hospiz hingewiesen, auf die Palliativstation Hospiz. Durch die neue Gesetzeslage würde sich auch Anton Wohlfahrt heute strafbar machen. Wegen geschäftsmäßiger Förderung einer Suizidabsicht. Geschäftsmäßig hat nichts mit Geld zu tun, sondern untersagt ist schlichtweg jegliche professionelle Hilfe, eben auch die durch Ärzte.
Durch das neue Gesetz vom 6. November 2015, das ja ein Strafrechtsparagraf ist, ist es deutlich schwieriger und ängstigender geworden, jemand zu helfen. Deswegen ist es leider so, dass unbarmherzigerweise sehr viel abgesagt wird. Ja, ich weiß es von Kollegen, ich weiß es auch von mir, dass ich sage, kann ich nicht mehr. Ist Sterbehilfe damit jetzt ganz verboten? In welchem Rahmen dürfen Ärzte handeln, wenn ihre Patienten einen Sterbewunsch äußern? Der Jurist Wolfgang Putz ist ein Experte in diesen Fragen. Mit dem neuen Paragraphen 217 sei nun ein untragbarer Zustand für die Betroffenen eingetreten, meint er. Deshalb gehen Putz und etliche Ärzte vors Bundesverfassungsgericht. Mit der Verfassungsbeschwerde rügen wir, dass die von uns vertretenen Ärzte in ihren Grundrechten der Gewissensfreiheit und der Berufsausübung im Kern betroffen sind, sodass dieses Gesetz mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Man hat sich nicht überlegt, dass man neben denen, die man treffen wollte, nämlich den Sterbehilfeorganisationen, auch die trifft, die man in Deutschland unbedingt braucht, dass sie als Helfer auf dem letzten Weg eines Patienten wirklich zur Verfügung stehen, nämlich die Ärzte am Sterbebett. Ob das Gericht den Paragraph 217 für verfassungswidrig erklärt, muss sich weisen. Bis zu einer neuen Regelung werden jedenfalls etliche Monate vergehen. Zeit, die Elmar May nicht abwarten kann. Nach derzeitiger Rechtslage bleibt ihm hierzulande legale Sterbehilfe verwehrt. Deshalb sieht er seinen einzigen Ausweg in einer letzten Reise in die Schweiz. Sie finden übrigens ausführliche Interviews mit Elmar May und dem Juristen Wolfgang Putz auf unserer Website odysseo.de. Der Tod kommt ja immer überraschend. Und dann haben die Angehörigen nicht nur mit Trauer und Schmerz zu kämpfen, sondern sie müssen sich auch noch mit Formalitäten rumschlagen. Im ersten Schock wissen da viele überhaupt nicht, was zu tun ist. Deshalb haben wir mal zusammengetragen, was alles passiert, wenn jemand gestorben ist. Wer einen Toten auffindet, muss sofort einen Arzt rufen. Der erklärt den Verstorbenen für tot, ermittelt die Ursache und stellt den Zeitpunkt des Todes fest. Das alles wird in den Totenschein eingetragen. Die Leichenschau kostet maximal 76 Euro. Dann sollten Familienangehörige, Verwandte und Freunde benachrichtigt werden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Wo sind die persönlichen Unterlagen des Verstorbenen? Personalausweis, Geburts- und Heiratsurkunde? In der Wohnung oder beim Notar? Existieren eine Bestattungsverfügung oder ein Testament? Mit Totenschein, Personalausweis und Geburtsurkunde kann man auf dem Standesamt eine Sterbeurkunde beantragen. Die brauchen auch Banken, Versicherungen und das Einwohnermeldeamt. Oft übernimmt das der Bestatter. Zum Abschied nehmen kann der Tote zu Hause aufgebahrt werden. Doch nach spätestens anderthalb Tagen muss er vom Bestatter abgeholt werden. Die Beerdigung darf frühestens nach 2 Tagen und muss spätestens nach 7 oder 8 Tagen erfolgen. Feuerbestattungen nehmen bei uns zu. Doch die Asche darf nicht einfach verstreut werden, denn in Deutschland herrscht seit 1934 Friedhofszwang. In Bremen wurde der Friedhofszwang 2015 aufgehoben. Im Rest des Landes hat die Bestatterlobby ihre Interessen durchgesetzt. Kaum unter der Erde geht in jedem dritten Erbfall der Streit ums Geld los. Existiert ein Testament, muss es sofort nach Auffinden beim Amtsgericht eingereicht werden. Sonst droht eine Strafe. Jeder Erblasser hinterlässt in Deutschland im Durchschnitt 305.000 Euro. Wobei gilt, dass die, die selbst schon viel haben, auch am meisten erben. Wenn es um den Tod geht, gibt es noch viele Tabus. Eines davon ist Suizid. In Deutschland nehmen sich jedes Jahr über 10.000 Menschen das Leben. Die Dunkelziffer liegt ungefähr 25% höher. Darüber zu berichten ist heikel, wegen des Nachahmeeffekts. Wir haben aber gute Gründe, diese ungeschriebene Regel zu brechen. Denn bei der Recherche sind wir auf was gestoßen, das überrascht und erschreckt. Suizid ist offenbar Männersache. Über alle Altersklassen hinweg begehen Männer 3-mal so häufig Selbstmord wie Frauen. Warum ist das so? Wir sind auf eine ganz außergewöhnliche Geschichte gestoßen.
Fast jeden Tag schwimmt Viktor Staudt, um fit zu bleiben. Der gebürtige Niederländer ist 47 Jahre alt. Er hat Jura studiert und hat einen guten Job. Auf den ersten Blick ein ganz normales Leben. Doch im November 1999 wirft sich der 30-Jährige vor einen Zug. Er überlebt, verliert aber beide Beine. Mittlerweile ist das 16 Jahre her. Und heute weiß ich noch, dass ich damals überzeugt war davon, es ist die einzige richtige Entscheidung. Leider war ich damals nicht in der Lage, den Unterschied zu sehen zwischen dem Leben ein Ende setzen oder den Problemen. Und ich wollte im Endeffekt natürlich nur den Problemen ein Ende setzen. Hätte Viktor frühzeitig die richtige professionelle Hilfe gefunden, wäre seine Geschichte sicher anders verlaufen. Doch damit tun sich viele Männer schwer, sagt Dr. Reinhard Lindner. Der Psychiater ist Oberarzt an der medizinisch-geriatrischen Klinik im Albertinenhaus in Hamburg. Er hat sich auf die geschlechts- und altersspezifischen Aspekte der Suizidalität spezialisiert. Männer bringen sich in Deutschland ungefähr dreimal so häufig um wie Frauen. Die Gründe dafür liegen sehr häufig in der Persönlichkeit von Männern begründet. Das heißt, viele Männer haben es sehr schwer, über ganz bestimmte Probleme, zum Beispiel in der Partnerschaft oder mit den Kindern, zu sprechen. Und zwar mit Menschen, die ihnen nahestehen, aber auch mit Menschen, die ihnen als Professionelle gegenüberstehen, weil sie den Eindruck haben, das sei unmännlich. Auch Viktor behielt schon früh seine Ängste für sich. Er war ein guter Schüler, funktionierte. Im Inneren aber kämpfte er mit Angst, später gefolgt von Panikattacken. Jemand kommt auf dich zu und möchte kurz mit dir quatschen. Und du kannst nicht, weil du denkst, ich muss hier raus. Du fängst an zu schwitzen, du kannst kaum noch atmen. Bis zum letzten Punkt habe ich versucht, normal mitzumachen. Irgendwann habe ich kapiert, ich kann überhaupt nicht mitmachen. Ja, wie soll das dann weitergehen? Bei Suizid wirken immer mehrere Risikofaktoren zusammen. Die Weltgesundheitsorganisation nennt rund 30 Einflussfaktoren: biografische, biologische und gesellschaftliche. Der Hauptgrund für Suizid und auch für Suizidalität bei Männern liegt in persönlichen Beziehungen, insbesondere dann, wenn sie enden. Das heißt also in Situationen der Trennung und des Verlusts einer Partnerin oder eines Partners. Ein weiterer Aspekt ist die Einsamkeit, in die manche Männer hineingeraten, gerade weil sie solche Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu führen, aber auch überhaupt erst aufzunehmen und in dieser Situation dann in große Not geraten können. Mit dem Alter steigt das Suizidrisiko deutlich. Bei Männern schiebt sich eigentlich die körperliche Erkrankung und ihre Folgen für den alten Menschen, den alten Mann, in den Vordergrund. Das heißt, Trennungen und Kränkungen, wie gesagt, bleiben weiterhin große Auslösemomente für Suizidalität und für den Suizid. Aber die Schwierigkeiten, eine schwere Erkrankung zu verarbeiten und ihre Folgen auch zu bewältigen, werden immer stärker. Dagegen setzt man im Albertinenhaus unter anderem auf gemeinschaftliches Bewegungstraining. Es nützt der körperlichen Fitness und hilft gegen Vereinsamung. Gerade bei Männern haben die Therapeuten hier aber auch versteckte Depressionen im Visier. Es ist ganz offensichtlich so, dass unser Blick auf die Depression eher der Blick auf die weibliche Depression ist. Es gibt eine große Gruppe von Männern, die eher depressiv sind, indem sie aggressiv sind oder viel trinken. Das ist etwas anderes, eine andere Art der Erscheinungsform und deutet ganz häufig gar nicht so sehr darauf hin, dass eine Depression vorliegt. Fehldiagnosen sind oft die Folge. Bei Viktor wurde ein Jahr nach seinem Suizidversuch zunächst eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt. Eine schwerwiegende emotionale Instabilität. Bis er dann jedoch endlich die komplette Diagnose und die richtige Therapie bekam, verging viel Zeit. Etwa 5 Jahre später bin ich zu einem Ärztin gegangen, weil die Probleme waren noch haargenau dort, sprich die Angst- und Panikattacke.
Und ich war immer überzeugt davon, dass ich mich so schlecht fühle, weil ich diese Angst- und Panikattacke habe. Die Ärztin hat dann, nachdem sie mit mir gesprochen hat, gesagt, nein, es ist andersrum. Sie haben diese Angst- und Panikattacke, weil sie sich so schlecht fühle, sprich, sie habe eine Depression. Und dann anschließend hat sie eine Therapie verschrieben und Medikamente. Und beide haben im Endeffekt dazu geführt, dass ich jetzt die Depression kontrollieren kann. Ja, und das macht das Leben schon lebenswert, dass man einfach mitmachen kann. Endlich konnte Viktor neu beginnen. Seit 2011 lebt er nun in Bologna. In Italien hat er auch seine Lebensgeschichte niedergeschrieben. Ein bewegendes Buch über Verzweiflung und den Weg zu einem angstfreien Leben. Es gibt Leute, die schreiben mir, kurz zu bedanken, das ist okay. Es gibt Leute, die schreiben mir und anschließend ihre eigene Geschichte, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht einen Hinweis geben kann, was halt schwierig ist, weil ich bin weder Arzt, weder Psychiater, weder Psycholog. Aber vor allem bekomme ich viele Nachrichten von Hinterbliebenen. Leute, die also einen Partner, einen Freund oder ein Kind verloren haben durch Suizid, auf der Suche nach Antworten. Und obwohl ich natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung reden kann, glaube ich mittlerweile schon, dass es bestimmte Parallele gibt. Viktor möchte Betroffenen helfen. Und um aufzuklären, hält er deshalb viele Vorträge, wie hier in Reutlingen. Inzwischen kann er offen über seine damalige Ausweglosigkeit und tiefe Depression sprechen. Lieber, dass deine Beine nicht mehr da sind. Ich bin schockiert. Sein Rat an suizidgefährdete Menschen? Jemand, der sich jetzt Gedanken macht, da über sich das Leben zu nehmen, könnte ich eigentlich nur eins raten. Rede über deine Probleme. Ja? Sag, was los ist. Red darüber und dann könnte man eine Lösung finden. Und trau dich, du wirst sehen, du bist sicher nicht alleine. Viktor Staudt hat das Leben wiedergefunden. Die WHO schätzt, dass von jedem Suizid mehr als 6 weitere Personen betroffen sind. Also nicht nur Angehörige, auch Freunde, Kollegen, Mitschüler und so weiter können durch das Erlebnis selbst in seelische Not geraten. Denn alle leiden oft unter Schuldgefühlen und sie stellen sich immer wieder die Frage nach dem Warum. Der Trauerprozess nach einem Suizid kann sehr schwierig sein und mehrere Jahre dauern. Experten sprechen in solchen Fällen von komplizierter Trauer. Die Forschung darüber ist nicht sehr umfangreich, aber es gibt wichtige und neue Erkenntnisse, wie man Betroffenen helfen kann. Der Thomas, mein verstorbener Bruder, hat die Natur geliebt. Er war bei Wind und Wetter draußen. Und wenn ich ihm nah sein will, dann gehe ich auch einfach raus in die Natur. In der Natur ist sein Platz jetzt für mich. Heute hat Anja Faber genügend Abstand, um über ihre Trauer zu sprechen. Das war vor 13 Jahren noch undenkbar, als ihr ältester Bruder bei einem plötzlichen und tragischen Unfall ums Leben kam. Also im Januar hat mein Bruder mit seinem besten Freund noch mal eine Bergtour machen wollen, bevor er dann im Mai heiraten wollte. Die wollten den Jubiläumsgrat von der Zugspitze zur Alpspitze laufen. Das hat er auch schon öfters gemacht. Thomas war ein ganz erfahrener Bergsteiger. Sein Freund hatte uns erzählt, er ist dann stehen geblieben, weil die Aussicht so wunderschön war. Da ist die Sonne gerade aufgegangen. Und da, wo er stehen geblieben ist, das war eine Schneewächte, die dann unter seinem Gewicht abgebrochen ist. Und der Thomas ist dann 500 Meter abgestürzt. Trauernde wie Anja Faber haben hier in der psychotherapeutischen Ambulanz in Ingolstadt eine Anlaufstelle. Professorin Rita Rosner beschäftigt sich als eine der wenigen in Deutschland mit komplizierter Trauer. Also der normale Trauerverlauf ist langsam, wird es besser mit so Spitzen, wenn man so Erinnerungen hat, wenn ein das Licht in erinnert oder irgendein Geruch oder man irgendwas sieht, was einem an die gemeinsame Zeit erinnert. Und bei der prolongierten oder komplizierten Trauer ist es so, dass das eben nicht abnimmt, sondern es bleiben diese Spitzen, es bleibt gleich schmerzhaft und man ist, wie gesagt, nicht so richtig im Leben verankert und man hat dann noch eine Reihe von anderen Symptomen, wie das, dass man eben extrem bitter ist. Praktische Ratschläge sind schwer zu erteilen, aber die Forschung empfiehlt, sich Erinnerungsorte und Zeiten zu schaffen. Zum Beispiel morgens der Gang zum Friedhof oder, wie Anja Faber, nachmittags in den Wald.
Auch die intensive Beschäftigung mit Hobbys kann helfen. Manche schreiben, andere tanzen, wieder andere machen Musik oder dichten was. Für mich war so das Mittel, das Töpfern, das Tonen. Ich habe da wie eine Wilde losgetont. Da steckt so ganz viel Herzblut mit drin, ganz viel Tränen. Mit dieser Bewältigungsstrategie fand sie langsam zurück ins Leben. Etwa 5% der Trauernden benötigen dafür professionelle Hilfe. Sie entsprechen dem Krankheitsbild der komplizierten Trauer. Eine Behandlung empfiehlt sich dann, wenn der Verlust länger als ein halbes Jahr her ist. Also in der akuten Trauerphase ist man sozusagen kein Fall für den Psychologen. Neben Psychotherapeuten bieten immer häufiger Trauergruppen ihre Hilfe an. Doch für die Forschung ist deren Wirkung ambivalent. Viele Personen gehen gerne in diese Selbsthilfegruppen, weil sie dort über ihren Verlust reden können. Das heißt, man fängt die Einsamkeit ein bisschen auf. Der normale Weg ist das, dass es einem normal langsam besser geht. Das heißt, wenn ich in solche Gruppen gehe, dann muss die Gruppe besser sein als die normale Verbesserung. Und das hat sich nicht zeigen lassen, sondern die sind halt, die haben in den Meta-Analysen die sogenannte Null-Effekt-Stärke. Also sie bringen für die Trauersymptomatik wenig. Denn für manche Menschen verschlechtern Trauergruppen die Gefühlslage nur. Problemfälle treffen eventuell auf Normaltrauernde und verlängern unnötig den Heilungsprozess. Für Trauer bleibt in der heutigen Gesellschaft immer weniger Raum. Der Mensch muss funktionieren. Doch Trauerzeit ist individuell und dauert manchmal länger. Auch Anja Faber spürte den gesellschaftlichen Druck in ihrem Umfeld. Ich hätte mir vielleicht noch mehr gewünscht, dass es ein auf mich zugehen gegeben hätte. Oder auch mal nachfragen, bist du traurig wegen deinem Bruder? Und nach einer gewissen Zeit können das die anderen nicht mal hören. Also so hatte ich das Gefühl, die haben gar keine Lust mehr drauf. Und dann kam ich mir manchmal auch wie so eine Spaßbremse vor. Auch früher wurde getrauert. Doch Tod und Trauer waren durch Krieg und die hohe Kindersterblichkeit normaler. Die Stellung der Trauernden war klar geregelt. Es gab Rituale wie das Trauerjahr oder das Tragen schwarzer Kleidung. Doch diese Konventionen gingen teilweise verloren. Aber jetzt entwickelt sich eine neue Kultur rund um die Trauer. Also das sind Trauerredner, aber es gibt auch andere Bestattungsriten oder eben bestimmte Arten von sich verbrennen lassen oder Asche verstreuen lassen. Und also alles das ersetzt diese Rituale und schafft neue Rituale stattdessen, die eben Trost geben. Anja Fabers Tonskulpturen spiegeln ihren Trauerweg wider. Diesen wird sie weitergehen, aber langsamer und mit deutlich weniger emotionalem Auf und Ab. Also ich meine, die Trauer kann nie abgeschlossen sein. Es gibt immer wieder auch Momente und Zeitpunkte, wo die sich ganz dolle meldet, die Trauer, wo ich dann merke, dass irgendwie die Tränen kommen, ich vielleicht mehr an den Thomas denken muss. Vielleicht manchmal auch noch mehr mit dem Leben harter, weil es wäre schon schöner, wenn wir eine ganz normale Familie wären und nicht jemanden betrauern müssten. Aber was ich während der Zeit gelernt habe, ist so dieses Und. Dass es, ich lebe und ich trauere um meinen Bruder. Antidepressiva zeigen übrigens keine Wirkung bei Trauer. Das war's für heute bei Odysseu. Jetzt kommt hier Kunst. Dabei viel Vergnügen. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns in einer Woche hier wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.